So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wer meinen Film letzte Woche gesehen hat, der weiß bereits, dass es in dieser Woche um eine Art Notfallrucksack gehen soll, und zwar Notfallrucksack fürs Auto. Eine Art Pannenhelfer. Und ich habe mich jetzt hier für einen Fotorucksack entschieden von Katar. Das ist der Katar HB205. Das gute Stück ist jetzt bereits über 12 Jahre alt, aber ich habe mich bewusst für einen Fotorucksack entschieden. Denn bei diesen ganzen Autorucksäcken, die es gibt, die sehen halt so taktisch aus. Und das ist jetzt nicht so das, worauf ich hinaus wollte, sondern eher einen recht unauffälligen Rucksack, der aber trotzdem rundherum gut gepolstert ist. Und die normalen Rucksäcke, die sind das in der Regel nicht. So ein Fotorucksack hingegen schon. Wie gesagt, der ist schon über 12 Jahre alt, ist aber immer noch in einem sehr guten Zustand. Und ich werde euch jetzt einfach mal präsentieren, was halt alles in diesem Rucksack drin ist. Was natürlich neben dem Rucksack nicht fehlen darf, ist was zu trinken. Ich habe hier einfach stilles Wasser, weil das ist zum einen sehr lange haltbar und es verliert nicht am Geschmack und es hält auch Temperaturschwankungen gut aus. Wobei das wird halt sowieso einmal im Monat immer wieder ausgetauscht. Das heißt, ich habe ein Sixpack im Auto und nach einem Monat tausche ich das einfach gegen ein neues aus. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind zwei Decken. Die habe ich ebenfalls im Auto. Die ergänzen das ganze Set halt nochmal, was jetzt hier drin ist. Wer meinen Film letzte Woche gesehen hat, der weiß ja bereits, dass mein EDC eine recht gute Ausstattung bietet. Aber kommen wir jetzt mal zum Inhalt des Rucksacks. Also hier habe ich zum einen so eine ganz normale Warnweste. Ich dachte mir, die bringe ich außen an, weil ich dann halt die Möglichkeit habe, schnell darauf zuzugreifen. So, und im Inneren des Rucksacks, ich drehe den jetzt mal so, dass man es vielleicht etwas besser sehen kann. Und jetzt bitte nicht wundern. Ich hatte es letzte Woche bereits gesagt, ich bin seit über 10 Jahren in diesem Thema dran, also was das Thema Outdoor betrifft. Und in 10 Jahren schafft man natürlich unheimlich viel Material an. Und ich habe den Rucksack jetzt einfach mal mit Sachen gepackt, die ich tatsächlich aktuell eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte, die also sonst in einer Schublade gelegen hätten, oben auf dem Dachboden. Und dafür war es einfach zu schade. Und ich denke mir, in so einem Notfallrucksack passt es ganz gut rein. Wobei jetzt manche vielleicht erschrecken werden, eben was da alles drin ist, weil halt Sachen darin sind, die werde ich wahrscheinlich niemals brauchen. Oder ich hoffe, dass ich sie niemals brauchen werde. Aber ich habe mir gedacht, bevor die halt dumm herumliegen, packe ich sie hier mit rein. Vielleicht kommt irgendwann die Situation, wo ich sie benötigen werde und dann habe ich sie. So, dann klappt mir das gute Stück mal auf. So, ihr seht, das Ganze ist eigentlich recht ordentlich gepackt. Auch wenn es etwas wüst ausschaut, aber ich fange jetzt einfach mal an. Was natürlich drin ist, sind ein paar Zwieback. Das soll halt dagegen gegen den Hunger helfen. Und was natürlich auch immer sehr gut ist, Studentenfutter. Ich meine, die Marken, die jetzt hier zu sehen sind, die sind völlig irrelevant. Es geht sich einfach nur darum, was habe ich dabei? Also Zwieback, Studentenfutter, etwas Traubenzucker, was ebenfalls sehr nützlich sein kann. Und Fisherman's gegen den üblen Geschmack im Mund, für den Fall, dass man längere Zeit nichts mehr gegessen hat oder aus anderen Gründen halt. So, wenn ich jetzt hier weitergehe, habe ich hier eine Stirnlampe. Und was hier auch noch direkt interessant ist, ich habe mir mehrere Rollen Klettband gekauft. Das sind also so, das sind so große Rollen Klettband, das kann man sich in der passenden Größe zurechtschneiden. Und das Tolle ist halt, man kann halt zum einen so Gegenstände schnell fixieren oder aber man pappt sie irgendwo hin und sie bleiben da hängen. Das schafft halt eine wesentlich bessere Ordnung in dem ganzen Rucksack, als wenn man einfach alles so herumfliegen hat. Außerdem, das kann ich euch gleich noch zeigen, das ist die Spritze, beziehungsweise nehmen wir erstmal die beiden raus. Das sind zwei Rettungsdecken. Hier habe ich mir zusätzlich noch eine Lupe reingepackt, wenn ich mal was lesen muss, zum Beispiel auf einer Landkarte. Dann hier einen Edding sowie einen Kugelschreiber. Immer wieder sehr gut, wenn man mal ein paar Notizen machen möchte. Natürlich Paracord und ein Victorinox Huntsman ist das jetzt hier. Das ist eins der größeren Serien. Ich glaube, das sind 110 mm. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, 110 mm ist das die Edition. Die anderen sind, glaube ich, die 91er. Hier ist halt eine sehr große Klinge dran. Dann eine sehr nützliche Zange. Mal schauen, ob ich es jetzt hier rausbekomme. So.
Außerdem ist darin enthalten eine sehr große Metallfeile sowie eine wirklich gute große Säge, also groß im Sinne von Victorinox groß, aber die reicht schon wirklich aus, um damit, ja, ich sag mal so 20 mm, 25 mm dicke Äste durchzusägen. Und das ist natürlich völlig ausreichend. Und natürlich die sinnvolle Schere, auf die ich in keinem Victorinox eigentlich verzichten mag. Plus natürlich Kapselheber, Dosenöffner und so weiter. Auf der Rückseite sind noch ein paar kleine Tools, wie der Korkenzieher. Hier ist nochmal so eine Ahle, Zahnstocher ist drin, Pinzette. Aber ich will jetzt nicht zu sehr nur auf das Victorinox eingehen. Was halt hier noch interessant ist, die Klinge ist natürlich Zweihandklinge, arretiert. Und man kann es dann hier über diesen Schieber wieder lösen. Das ist halt sehr gut, wenn man etwas schneiden möchte, dass man halt nicht die Klinge versehentlich einklappt und sich damit verletzt. Man muss also diesen Knopf hier noch unten schieben und dann kann man die Klinge wieder einrasten lassen. Finde ich sehr gut. Dann ist hier noch die Spritze von meinem Wasserfilter drin. Den zeige ich euch gleich vielleicht, genauso wie das Teil hier. Was ihr hier noch sehen könnt, das ist so Gummiband. Das habe ich mir ebenfalls bestellt. Einfach ganz normales Gummiband in verschiedenen Breiten. Ich habe jetzt 10, 20 und 30 mm. Und dadurch habe ich mir hier einfach mal so ein paar Fächer genäht. Genauso wie hier und hier. Das werdet ihr gleich noch sehen. Die sind halt ebenfalls dazu gedacht, etwas mehr Ordnung in dem ganzen System zu schaffen. Und das macht sich wirklich, wirklich sehr bewährt. Kommen wir mal hier hin. Das ist jetzt ein, ich glaube, Keltibero heißt es. Das ist ein Outdoor-Messer mit einer 12 cm langen Klinge. Ist also in Deutschland auch ganz normal erlaubt. Man kann es also mit sich führen, problemlos, in einer wunderschönen Lederscheide. Hier ist auch nochmal so ein Feuerstarter dabei. Sehr gut, wenn man mal, was weiß ich, etwas schnitzen möchte und nicht unbedingt mit dem Victorinox arbeiten möchte. Dann habe ich hier drin noch so zwei kleine Knicklichter. Die sind halt interessant, wenn man auf sich aufmerksam machen möchte. Das Victorinox Swiss Tool. Das hatte ich euch letzte Woche schon gezeigt. Und hatte ich ja gesagt, dass ich lieber auf das Leatherman Wave zurückgreifen würde bei meinem EDC, das aber dem Führungsverbot in Deutschland unterliegt, weil es halt eine Einhandklinge hat. Nun ist es aber so, ich habe mir ein anderes Leatherman gekauft, und zwar das Leatherman Rebar. Das ist wesentlich kleiner als wie dieses Victorinox Swiss Tool. Das verfügt ebenfalls über eine Klinge mit Wellenschliff und so weiter. Wobei ich will jetzt gar nicht so sehr hier drauf eingehen, weil das wird jetzt zukünftig in meinem EDC sein. Da ist eine Klinge dran, Säge, Feile, eine Klinge mit Wellenschliff extra nochmal. Und eben weil ich die in Deutschland führen darf, wird die anstelle des Victorinox Swiss Tool nun in meinem EDC landen. Und dafür kann ich das Swiss Tool halt hier in meinen Rucksack reinpacken. Eben weil es ein größeres, stabileres Werkzeug ist. In Ergänzung mit dem Victorinox Huntsman natürlich eine sehr, sehr starke Kombi. Und hier bei dem Rucksack muss ich nicht so sehr aufs Gewicht achten. Dieses Victorinox Swiss Tool, das hat schon ordentlich Gewicht. Dagegen ist das Leatherman Rebar ja schon fast ein Leichtgewicht. Und das passt halt besser in mein EDC. Es trägt halt nicht so dick auf. Und hier im Rucksack kann ich dann ruhig das große und wirklich massive Swiss Tool reinpacken. Und aus dem Grund habe ich das jetzt hier mal reingetan. Dann habe ich hier noch einen DC4 Schleifstein von Verkniven drin. Einfach um mal das Messer nachschleifen zu können oder vielleicht auch die Victorinox Messer nachschleifen zu können. Und der ist noch relativ neu und unbenutzt, weil ich die Victorinox in der Regel mit dem kleinen Messer anschärfe, die ich in meinem EDC drin habe. Und das große Messer musste ich tatsächlich bis jetzt noch nicht nachschleifen. Ich musste einmal eins von Wolfgangs nachschleifen, dafür habe ich den Stein hergenommen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Aber den halte ich wirklich aktuell noch in Ehren. Und ja, vielleicht wird er nie zum Einsatz kommen, aber er ist auf jeden Fall hier in dem Rucksack drin. Das gehört zu dem Wasserfilter dazu. Dann habe ich hier nochmal einen Feuerstahl. Der ist ebenfalls von Atomic Beer, wo ich letzte Woche schon die Rettungspfeife
von gezeigt hatte, so wie diese kleine Dose mit dieser Watte drin. Da war eigentlich mal dieser Feuerstahl dabei. Und eben, weil der auch sehr groß ist, habe ich mir gedacht, ich packe den einfach mal hier in den Rucksack mit rein. Da ist er ganz gut aufgehoben. Dann natürlich eine Taschenlampe. Das ist eine Shadow Hawk. Die wird über Akku aufgeladen, beziehungsweise über Akku betrieben. Man kann sie halt wieder aufladen. Hat verschiedene Leuchtstufen. Hell, mittel, schwach und Strobo sowie SOS. Und das ist halt eine wirklich coole Lampe, einfach aus dem Grund, weil man sie immer wieder auffüllen kann. Hier sind einige Sachen drin, wie auch zum Beispiel die Powerbank, wo ich gleich noch zu kommen werde, die ich halt in regelmäßigen Zyklen, also ich sag mal so alle 2 Monate, ans Ladegerät hänge, einfach damit der Akku auch konsequent aufgeladen ist. Und die reicht von der Helligkeit absolut aus. Selbst auf der schwachsten Stufe, wenn man mal im Wald unterwegs ist, macht das absolut Sinn, einfach nur die schwache Stufe zu nehmen, weil man halt nicht immer wieder geblendet wird. Und ja, das ist einfach eine fantastische Lampe, die man übrigens auch als Powerbank verwenden kann, wenn sie denn aufgeladen ist. So, kommen wir jetzt endlich mal zum Wasserfilter. Und zwar ist das der Sawyer Mini. Das ist ja schon, ja, ich sag mal, so eine Legende unter den Wasserfiltern. Und ich habe mir dafür halt noch diesen Filter dazu gebaut. Den kann man also einfach hier an dem anderen Ende draufschrauben. So, ah, jetzt ist hier noch diese Füllwatte drin. Aber die lasse ich einfach mal drin. Die kann ja auch als Filter wirken. Das heißt, hier oben habe ich so einen Schaumstoff als Filter. Dann hier drunter so Zellophan. Auch nochmal, um den Vordreck zu filtern, sage ich mal. Und hier ist dann Aktivkohle drin. Und wenn man jetzt daran trinken möchte, ist hier die Trinkdüse hier oben. Das heißt, man kann den Filter einfach so direkt ins Wasser halten und dann hier oben raus trinken. Und es wird halt zuerst vom Sawyer gefiltert, dann durch diese Zellulose, die hier drin ist, ebenfalls nochmal gefiltert. Abschließend kommt dann die, ja, ich sag mal, die Geschmacksverbesserung von dem Aktivkohlefilter, der halt auch, ja, andere schädliche Stoffe herausfiltern kann, weil der ist ja nur auf Bakterien aus. Und hier geht es halt nochmal um eine zusätzliche Wasserfilterung, die halt wirklich sehr effektiv ist. Und ich meine, das Teil, das ist relativ schnell gebaut. Das ganze Ding hat mich vielleicht, keine Ahnung, 2 € gekostet vielleicht. Falls euch das interessiert, kann ich euch das gerne mal zeigen. Aber die Kombo, die ist schon wirklich, wirklich sehr gut. So, dann legen wir das mal hier beiseite. Die Spritze ist halt übrigens dafür da, um den Wasserfilter wieder sauber machen zu können. Der Schlauch ist so eine Art Trinkschlauch. Dazu gehört halt noch dieser Beutel, der hier auf der Seite ist. Dazu komme ich später. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter. Was hier natürlich auch nicht drin fehlen darf, ist ein Smartphone. Ich habe hier einfach ein Samsung Galaxy S10. Das ist halt ausgeschaltet, aber trotzdem halt immer geladen. Das habe ich einfach zum Ersatz dabei für den Fall, dass mein Handy mal aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte oder dass der Akku vielleicht einfach leer ist. Hier ist also einfach auch bloß eine Prepaid-Karte drin. Und was halt sehr interessant ist, ich habe mir halt Maps runtergeladen. Also nicht Google Maps, sondern ich habe jetzt zum Beispiel Sygic, heißt das, glaube ich, Sygic installiert. Da kann man sich ebenfalls die Karten runterladen für Deutschland, Österreich, also Europa generell oder auch für die ganze Welt, wenn man es möchte. Ich habe jetzt das europäische Kartenmaterial da drauf und das kann man halt auch zur Offline-Navigation verwenden. Finde ich halt sehr sinnvoll und auch bei dem Handy ist es so, es hätte halt nutzlos im Schrank gelegen. Hier ist es vielleicht eine sinnvolle Ergänzung. Duct Tape, hatte ich letzte Woche schon gesagt, kann man immer mal gebrauchen. Das dürften von der Länge her ungefähr so 2 Meter sein. Einfach mal aufgewickelt auf so eine Pappe. Dann habe ich hier so einen Windschutz drin, wenn man mal Feuer machen möchte. Und es ist vielleicht doch sehr windig. Wobei mit Feuer muss man natürlich immer sehr aufpassen. Aber da, wo man es machen darf, kann so ein Windfilter sehr nützlich sein. Der ist jetzt aus Aluminium. Ich habe noch einen aus Titan. Der ist halt stabiler. Der Titan ist halt so aufgerollt wie so eine etwas dickere Folie. Der ist halt auch sehr nützlich. Und das hilft halt ungemein, wenn es wirklich mal sehr windig ist oder sehr zügig ist. Und es dient halt dazu, dass das Feuer halt nicht zu schnell niedrig niederbrennt, wenn halt zu viel Sauerstoff drankommt. Ja, der Light My Fire, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Ja, Göffel. So, dann habe ich hier noch eine Powerbank drin. Das ist jetzt eine von Anker mit 15.000 mAh. Anker hat mich so bei Powerbanks wirklich, wirklich sehr überzeugt. Also die ist jetzt schon, boah, ich glaube, 8 Jahre alt ungefähr. Und die läuft immer noch ultra zuverlässig, ebenso auch mit einer riesigen Kapazität. Also ob es jetzt immer noch die 15.000 mAh sind nach 8 Jahren, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht messen kann. Aber sie hält halt wirklich, wirklich ewig. Ich kann mein Handy damit nach wie vor 6, 7 Mal aufladen, problemlos. Und eine Powerbank kann halt immer mal nützlich sein. Auch da wieder der Fall, wenn zum Beispiel das Akku, dass das Handy leer ist, um es mal schnell aufzuladen. Oder auch die Taschenlampe. Fand ich eine sehr sinnvolle Ergänzung. Und wie gesagt, ich sag mal, vieles hier drin ist halt wirklich, wirklich vielleicht total overdosed. Also viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, was will er denn mit Feuerstein oder was will er denn mit dem Smartphone oder Akkubank? Ich finde es halt sinnvoller in so einem Rucksack, wo es vielleicht irgendwann mal zur Verwendung kommt, als wie oben im Schrank auf dem Dachboden, wo es definitiv nie mehr zur Verwendung kommen würde. Und ich sehe es halt wirklich so, in einer Notsituation ist es besser zu haben, als wie zu brauchen. Von daher habe ich einfach mal die Sachen hier reingepackt und der Platz des Rucksacks, das ist ungefähr so, ja, ich denke mal so 25 Liter Volumen dürfte der Rucksack hier haben. Der ist also wirklich gar nicht groß und auch vollgepackt liegt er bei etwa ja, so 8,5 Kilo, 9 Kilo. Also wirklich, wirklich gut zu handeln. Da trägt sowas halt auch nicht viel auf. Ebenso ist es hier mit meinem kleinen Fernglas. Das ist halt nur ein ganz kleines Fernglas mit einer Vergrößerung von 10-fach bei einer 22 mm Linsenöffnung. Das reicht, wenn man also gerade in den Bergen unterwegs ist und man möchte einfach mal schauen, was denn da in weiter Entfernung passiert oder wo man sich ein bisschen orientieren kann. Da ist so ein kleines Fernglas schon eine sehr, sehr nützliche Hilfe. Kienspan, ebenfalls sehr wichtig, wenn man mal Feuer machen möchte. Dann Feuerstecher. Hilft in tausenden Situationen, sei es jetzt, wenn man gerade mal ein Geschäft verrichten musste oder wenn man einfach mal die Hände abputzen möchte. Oder bei mir ist es so, ich habe oftmals die Situation, dass ich nachts fotografieren gehe. Ich bin ja auch nebenbei noch Astrofotograf. Und da ist es halt sehr oft so, dass ich das Stativ einfach irgendwo hinstelle, im Schlamm oder irgendwas. Und wenn ich das dann nachher wieder ins Auto packe, ist alles versaut. Und mit den Feuchttüchern kann man auch mal das eben schnell sauber wischen, die Tücher einfach in eine Mülltüte rein und alles ist wieder picobello. Finde ich also auch sehr gut. Dann ist hier so ein Tool, ja, das ist eigentlich eher etwas, ich sag mal, witzig in dem Sinne, weil es eher ein Spielzeug ist. Und zwar ist es von Bibury. Von Bibury habe ich auch so ein Multitool, was übrigens dem Leatherman Vape sehr ähnlich ist. Ich kann das mal kurz zeigen. Und dieser Leatherman Vape-Ersatz hier, der hat mich also wirklich sehr überzeugt, weil es halt sehr gängig ist. Die Feile, die hier dran ist, ebenso wie diese Wellenklinge, die normale Klinge, die Säge, das ist also wirklich ein gutes Tool. Aber ebenso wie das Leatherman Vape in Deutschland ein Führungsverbot, weil es halt Einhandklingen sind. Aber eben weil mich dieses Tool hier so überzeugt hatte, habe ich mir auch mal dieses Spielzeug hier gekauft. Das ist also eine sehr kleine Axt. Die Schneide hier vorne, die hat vielleicht gerade mal 40 mm, aber die ist wirklich rasiermesserscharf. Man wird jetzt nicht wirklich irgendwie Holz damit großartig hacken können, aber vielleicht reicht es mal, um so ein kleines Holz zu spalten, um sich vielleicht Zündmaterial herzurichten. Gleichzeitig ist dann hier unten nochmal so eine Zange dran, die übrigens gefedert ist. Witzigerweise ist die gefedert, bei dem anderen Tool, was ich gerade gezeigt habe, ist es nicht gefedert. Ja, wie gesagt, man kann es halt wahrscheinlich eher als so nettes Spielzeug betrachten. Wobei ich gerade gesehen habe, auch hier ist tatsächlich ein Feuerstahl dran. Ich habe das also wirklich noch nie so genau geschaut. Das war eins dieser Dinge, die man bestellt und die dann direkt für witzig befunden wurden und dann im Schrank landen. Aber jetzt so im Nachhinein, vielleicht kann es mal helfen. Hier ist tatsächlich noch so ein kleiner Feuerstahl dabei. Also niedlich. Die Klinge hier vorne oder die Schneide wird halt geschützt durch diesen Polster. Finde ich also wirklich nützlich. Hier sind nochmal Pfeile dran. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich eine Klinge sein, genau mit Sägezahn am Ende. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber kann
auch irgendwann mal nützlich werden. Und von daher ist es halt hier im Rucksack mit drin. Das hier ist so ein Aufsatz, der ist eigentlich von einer LED-Lensa. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die P7QC war oder einfach nur die P7. Aber das Tolle hier dran ist, das ist halt so eine Signalunterstützung, wenn man irgendwo sich verlaufen hat oder man liegt vielleicht irgendwie verletzt in irgendeiner Schlucht oder irgendwas und möchte auf sich aufmerksam machen, dann bringt es nichts, wenn man die Taschenlampe einfach nur anmacht und in die Höhe hält. Da sieht man nichts. Hätte man allerdings diesen Schirm hier drauf. Ich meine, seht ihr den Unterschied? Das ist schon echt krass. Und ja, ich glaube, das war von der P7QC, weil die hatte diese farbigen Leuchten, also auch in Blau, Grün und Rot. Und dann konnte man das hier draufhalten, dann hatte man zum Beispiel eine rote Signalleuchte. Wirklich, wirklich cool. Finde ich unheimlich interessant, hat so gut wie gar kein Gewicht, kann aber unglaublich nützlich sein. Und deswegen habe ich es auch mal hier reingepackt. Dann habe ich hier nochmal einen kleinen S-Bit-Kocher drin. Den mache ich jetzt nicht auf, weil das S-Bit stinkt wie Sau. Aber hier sind drei S-Bit-Würfel drin, so wie so ein kleiner S-Bit-Kocher. Dann habe ich hier so ein kleines Etui. Das hat sich auch einfach so aus der Not heraus ergeben, weil ich so viele davon hatte. Und ich mir gedacht habe, ich packe es einfach mal in so eine kleine Dose zusammen. Wer weiß, ob man es irgendwann mal gebrauchen kann oder nicht. Und zwar ein einfaches Angelset. Ich muss direkt dazu sagen, ich habe gar keinen Angelschein. Ich würde also niemals auf die Idee kommen, einfach so angeln zu gehen. Aber ich sage mal so, in einer wirklichen Notsituation, wenn man wirklich in der Patsche steckt, dann pfeife ich auf eine Anzeige wegen einem Angelverbot und würde halt wirklich versuchen, irgendwas zu fangen. Ob es gelingt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich habe mir gedacht, ich packe sowas auf jeden Fall in meinen Notfallrucksack rein. Und dadurch, dass es diese Angelhaken und diese Sets halt sehr günstig gab, habe ich mir gleich so ein größeres Set gekauft, weil ich ja drei Luftdrucksäcke ausstatten möchte. Das hier blieb halt übrig, das habe ich dann jetzt hier reingepackt. Und so landet es halt in meinem Auto-Notfallrucksack. Dann finde ich sehr interessant, so ein Radio. Ein Kurbelradio kann man halt im Akku notdürftig mit aufladen. Dann ist hier vorne eine Leuchte, die ist jetzt nicht sonderlich hell. Hier ist übrigens so ein SOS-Schalter, das ist extrem laut. Finde ich auch sehr gut, um auf sie aufmerksam zu machen. Dann eine sehr schwache Leuchte, aber sie erfüllt ihren Zweck. Also um sich mal eben nachts zu orientieren oder so, reicht auch die aus. Hier oben ist eine etwas größere Leuchte. So wie ein Solarpanel, das heißt, das Radio wird also über Solar aufgeladen, kann aber natürlich auch mit ganz normalen Batterien oder eben Akkus betrieben werden. Und das Ganze ist natürlich im Endeffekt ein Radio. Also Radio, Notfallleuchte, SOS-Warner, einfach ein cooles Tool. Und kann ebenfalls als Powerbank hergenommen werden. Deswegen ist hier nochmal so ein Kabel dabei. Dann habe ich hier einen Titankocher. Der ist von der Marke, boah, jetzt muss ich lügen. Achso, Lixada, genau. Lixada, da ist halt dieser Titan-Windschutz drin, sowie nochmal ein Göffel. Hier ist nochmal der Aufsatz für einen weiteren S-Fit-Kocher. Und da unten, falls man es sehen kann, ist nochmal so ein Spiritusbrenner drin. Auch das ganze Set, das wiegt keine 500 Gramm, aber kann halt wirklich in einer Notsituation unglaublich hilfreich sein. Da ist einfach mal, um ein bisschen Wasser abkochen zu können oder um sich wirklich irgendwie ein kleines Gericht mal warm zu machen. Und eben, weil es so gut wie gar nicht aufträgt, außer vom Volumen her, ist das ebenfalls in diesem Rucksack gelandet. Dann zwei Pakete Taschentücher. Dann, die habe ich mal von einem Holländer gekauft. Und zwar war ich da in irgendeinem Forum unterwegs, der hatte die da mal präsentiert. Das sind so verschiedene Survival-Karten. Eigentlich eher, ja, ich sag mal auch wirklich interessantes Spielzeug. Aber die haben mich, glaube ich, 1 Euro gekostet oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, okay, die bestelle ich mir einfach mal. Als die dann da waren, habe ich mir gedacht, okay, wirklich brauchen tue ich sie nicht. Sie sind im Schrank gelandet. Da finde ich sie allerdings auch Verschwendung. Und so sind sie jetzt im Rucksack gelandet. Braucht man nicht drüber zu reden, ob es sinnvoll ist oder nicht. Es ist halt dabei und dann passt's. Was aber wieder wirklich sehr sinnvoll werden kann, sind einfach ein paar Handschuhe. Ultra nützlich. Sollte man auch immer dabei haben.
Und damit ist der Bereich hier schon mal leer. Jetzt versuche ich das hier so ein bisschen rüber zu schieben, wobei ich mir jetzt hier schön alles zugestellt habe auf der Seite. Aber machen wir jetzt mal hier weiter. Ich weiß, im Auto ist natürlich ein Verbandskasten drin, aber ich meine, so ein Verbandskasten, der kostet 5 € und ich habe jetzt einfach mal einen neuen gekauft, habe den neuen in den Kofferraum reingetan und den alten, der jetzt etwa 2 Jahre alt war, ausgetauscht, sodass ich jetzt hier mal ein paar Mullbinden dabei habe, Pflaster, Kleber für die Mullbinden. Das kann auch nicht schaden. Das ist übrigens der Wasserbeutel, der zu dem Sawyer Mini dazu gehört. Den kann man voll machen. Dann könnte man den Sawyer hier drauf schrauben und dann so quasi quetschend aus dem Sawyer Mini direkt trinken. Oder halt in meinem Fall noch durch den Kohlefilter durch und dann trinken. Dann habe ich hier einen Titanhobo der Marke, ich glaube, Tom Ski oder so heißt das. Oder Tom Schuh. Ich denke mal, ein Hobo dürfte jedem bekannt sein. Kann man halt einfach zusammenbauen zu einem kleinen viereckigen Titanbehälter, wo man halt ein Feuer, ich sag mal, in einer etwas sichereren Umgebung machen kann als wie ein offenes Feuer. Brennt das Feuer dann hier drin ab. Aber nichtsdestotrotz, wenn natürlich, wenn ihr irgendwo in einem Gebiet unterwegs seid, wo Feuer verboten ist, dann dürft ihr auch mit einem Hobo kein Feuer machen. Aber auch hier halte ich es so, wenn wirklich mal eine Notsituation eintritt, wo ich den brauchen sollte, dann ist mir da eine Anzeige recht, wenn ich dadurch die Möglichkeit habe, der Notsituation zu entkommen. Und dann habe ich hier noch so eine Dose, die habe ich mal auf dem Trödelmarkt gefunden. Die fand ich sehr hübsch. Schweizer Schokolade. Aber da ist natürlich keine Schweizer Schokolade drin, sondern einfach zahlreiche weitere kleine Helferlein. Wie zum Beispiel nochmal ein Stift, ein Feuerstahl, hier diese Knicklichter, ein Feuerstahl, nochmal ein Schärfstein, der ist jetzt von der Firma Schaupal. Ja, Gafferband, ihr seht Tampons als Zündmittel, ein kleines Maßband, ein Signalspiegel, eine LED-Lenser P3 ist das, glaube ich, ebenfalls sehr schön. Ich glaube, die hatte ich in meinem EDC von letzter Woche auch schon dabei, nur halt in neu. Das ist halt schon das ältere Modell. Ein paar Magnete, ein Feuerzeug, Streichhölzer. Da unten sind halt noch ein paar Reinigungstücher. Und hier sind halt nochmal Pflaster drin, Kopfschmerztabletten, Durchfalltabletten, eine kleine Kerze, Magnete, nochmal ein Tampon und Büroklammern. Und das ist halt hier komplett in dieser Dose drin, wo es wirklich gut aufgehoben ist, wo es mir nicht als kleines Zeugs hier irgendwo im Rucksack verloren geht. Denn darauf kann ich schnell zugreifen. Anstatt lange suchen zu müssen, brauche ich bloß diese Dose rauszuholen. Und in der Regel weiß ich, was da alles drin ist. Also das Gafferband zum Beispiel, oder dieses Duct Tape, das sieht man ja sehr schnell. Aber wenn jetzt zum Beispiel die zwei Knicklichter aus sind nach der Zeit, dann könnte ich einfach die beiden hernehmen, die noch hier drin sind. Und das war's. Das ist also in meinem Notfallrucksack fürs Auto drin. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, bei mir ist es halt sehr oft so, dass ich nachts unterwegs bin, einfach wegen der Astrofotografie. Und dann kann es durchaus mal vorkommen, dass ich den Wagen irgendwo parke und ein ganzes Stück bergauf laufen muss, beispielsweise vom Hochfällen aus. Wenn man da hochgeht, da braucht man schon ja stabile 2,5, 3 Stunden und man kann halt den Wagen nicht da hochfahren, man muss halt unten stehen bleiben. Und wenn man jetzt da oben in eine Notsituation kommt, dann ist man wahrscheinlich sehr froh, wenn man diesen Rucksack dabei hat mit den Sachen, die darin enthalten sind. Und ich finde es tatsächlich sinnvoll, sich so einen Rucksack anzulegen. Wie gesagt, hier sind jetzt viele Sachen dabei, die wahrscheinlich niemals zum Einsatz kommen werden. Finde ich aber gar nicht schlimm. Es macht nichts aus. Es ist vom Gewicht her minimal, was da aufgetragen wurde. Und wie ich vorhin schon sagte,
wenn man in eine Notsituation kommt, ist es besser, man hat das da, was man gerade braucht, als wie es zu benötigen. Und ich finde, dieses Set ist einfach sehr umfangreich, natürlich ergänzt durch die beiden Decken, wie auch die Flüssigkeit. Das waren jetzt 3 Liter, also ein Sixpack. Natürlich gehört hier noch so ein Regenschutz dazu, damit die Sachen halt auch nicht klitschnass werden, wenn man mal in den Regen reingerät. Und das ist halt mein Autonotfallrucksack. Der ist wesentlich kleiner als wie die Fluchtrucksäcke, die ich geplant habe, weil da kommen dann wieder andere Sachen rein. Das Problem ist allerdings bei den Fluchtrucksäcken, dafür benötige ich noch etwas Zeit, weil ich mich noch etwas informieren muss, was da alles für Sachen reinkommen, was wovon jeweils eine recht gute Qualität zu einem guten Preis bietet und so weiter. Das heißt, die Fluchtrucksäcke werde ich vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr schaffen, also nicht mehr in diesem Jahr. Die kommen dann Anfang nächsten Jahres. Aber ich denke, auch mit diesem Notfallrucksack, ergänzt von meinem EDC, was ich halt letzte Woche vorgestellt habe, kann man schon sehr vielen dummen Situationen oder Notfallsituationen aus dem Weg gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den zukünftigen Videos dabei sein werdet. Die nächsten Videos werden jetzt wahrscheinlich wieder mit dem Thema, ich weiß nicht genau, vielleicht werde ich mal wieder eine Stadt besuchen und da etwas Schönes filmen oder mal überraschen lassen. Wie gesagt, die Fluchtrucksäcke kommen Anfang nächsten Jahres. Das wird auch nochmal ein sehr interessantes Thema werden. Und in dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.